Aha, willkommen YouTube. Jetzt haben wir die Folge los. So, da sind wir von letzter Woche. Und ich habe ja schon Betray gewählt. Und ja, wir sind dabei, gerade Clover zu betrügen, uns 9 Punkte einzuheimschen und vielleicht durch die Tür zu entkommen oder nicht zu entkommen. Je nachdem, was die Leute mit uns machen, nachdem wir 9 Punkte haben. Weil Clover wählt ja nicht und hat deswegen Ally. Und genau da waren wir. Und ich habe mich an alles erinnert. Also machen wir heute hier weiter. Go. Round 2 of the Ambidex Game has completed. Das habe ich auch natürlich schon gelesen. Deswegen weiß ich, wo wir sind. Ich wusste genau, wo wir waren. Go. Results will be displayed in the warehouse. Die YouTuber fragen sich jetzt, von was ich rede. Da müsstet ihr live dabei gewesen sein. Es sind nichts und total uninteressante Sachen davor passiert. Okay. Thank you for your participation. Ambidex Gates now opening. Luna and I stepped out of the EAB room. I could see the others filing out of their rooms as we did. Why? I didn't have an answer for her. All I could think about was that white liquid. What was it? Some kind of discharge? Blood? No! It couldn't be blood. But blood wasn't white. That was insane. Aber Blut hat doch weiße Licht, weiße Körperchen. Blutkörperchen, also wirklich. I was lost in thought when Luna spoke. I'm going to the infirmary. Huh? Don't you want to see the results? Why? I already know what they're going to be. Her usually warm personality seemed to have gone cold. Whether it was because I'd chosen betray, or because she'd noticed and something was wrong with my body, I couldn't say. Excuse me. And with that, she was gone. I turned back to the projection. With heavy steps, I headed toward Kay, Dio, and Tenmyoji. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Ally, 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 ally. Betray, ally. Points Tja. Have been assigned or subtracted accordingly. Ich hatte doch noch genug Punkte, also Please wirklich. check your bracelet to see your updated bracelet points. What the hell? Sigma has 9 BP? See? I told you! The bastard's finally showing his true colors. What the hell are you doing? Clover isn't even voting! I have misjudged you. I never thought you would do something so cowardly. There was nothing I could say. I had chosen betray of my own volition. Volition. But had I really? Had I really pressed that button of my own free will? The more I thought about it, the more I felt as if some other force has guided my hand to the button. Perhaps. It had been fear.
I was scared by the white fluid that had appeared on my palm. Maybe that had been the tipping point, and I had decided that I had to escape as soon as possible. Damn the consequences. If I got out, then the nightmare would be over. That's all it was, right? A nightmare? Couldn't be real. White blood was insane. Impossible. That was when I looked up and saw the others staring at my hand. Shit. I quickly put my hand behind my back, but it was already too late. They moved toward me, like wolves closing in for the kill. Sigma? What was that? He was cut. It must have been blood. But why was it white? Isn't that obvious? He's not human. Endlich mal einer. Not human? No! What are you saying? Of course I'm human! I'm 100% human! Then explain that white stuff. I swear to God, I have no idea what it is. You have to believe me. I'm afraid you're not being very convincing. Oh, you're the one to talk. We can't even see you. You could be a robot. Maybe that's not even a suit. That's just you. Robot you. No, that seems extremely unlikely. However bad my amnesia might be, I am quite sure of my humanity. I am, without a doubt, not a robot. Dann lass ihn doch mal ein bisschen schneiden. They probably just programmed you to think that. Alright, it's pretty obvious this guy's dangerous and probably unhinged. We should take him down. I agree. Looks like there's no other way. Now that he's got 9 BP from stabbing Clover in the back, there's a good chance he'll try and get out of here by himself. Hey, hold on a minute! Let's not do anything rash. I didn't have a choice. I spun around and ran for the number 9 door. No! I don't think so! Shit! Let go! Let go of me! I was no match for all 3 of them. Before I could take 2 steps, I was on the floor, pinned. The desperation was only getting stronger. However, and I writhed and twisted in a futile attempt to get free. God damn it! You have to let me go! This is all some kind of mistake! A misunderstanding! It's a conspiracy! So, there's a conspiracy to turn your blood white? You're a funny guy. Stop trying to get away. It's over. Shit. Get off me. Let me go! If you won't calm down, then you leave me no choice. I'd hoped we could avoid this. Try not to struggle too much. No! Don't! Ich hatte irgendwie erwartet, dass es gleich Ende kommt und ich die andere Wahl machen muss, aber es geht irgendwie noch weiter. The first thing I felt when I woke up was the hard pain of a bruise all the way across my neck. K must have suffocated me. My head felt like it had been stuffed with cotton, and I had to put a hand to steady myself as I stood. Where am I? Infirmary? Is this the infirmary? Soll ich gucken, in welche Linie ich gelandet bin? Nee, ich will nicht gucken. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht bin ich doch in der Länge. Es wäre super überraschend.
How long had I been cut? Been out? My foot bumped into something and I looked down to see the injection gun. A glass vial labeled Soperil was still attached to it. Das ist die Betäubungsdroge da. The anesthetic, yeah. After choking me, that made sure I wasn't getting up in the near future. That meant I could have been asleep for a long time. Where is everyone? I glanced around the room. It was empty, except for me. Was Quark and Alice? It took me a moment to realize what was especially odd about that. Even Quark and Alice had disappeared. What the hell's going on? That was when I noticed it. Quark and Alice weren't the only things that had been disappeared, that had disappeared. Two other things, two other very important things, were also gone. My bracelet and my left hand. Die haben ihm die Hand abgeschnitten, damit sie das Spiel weitermachen können. For a moment I just stared, dumbstruck. What I was seeing couldn't be possible be real, couldn't possibly be real. But there it was. A smooth cross-section of my arm, where my hand should have been. Robot arm? A thick white liquid dripped slowly from the stump. What is this? Oh god, 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 oh god. A scream crawled its way out of my body, taking my mind with it. Then, after that, nothing. Die zeigen es nicht. 100 Pro ein Roboterarm. Aber ist er kompletter Roboter oder ist nur wirklich eine Prothese? Und das war die kurze Zeitlinie. Das war die Zeitlinie schon. Okay, dann springen wir rüber mit Ally. Okay, machen wir das Gute. Aber die haben ihm halt einfach, wenn sie gedacht haben, er sei ein kompletter Roboter, haben sie ihm einfach den Arm abgeschnitten, das Bracelet mitgenommen und wahrscheinlich sind alle entkommen oder so. Weil sie einfach das Spiel weitergespielt haben mit ihm. Also mit seinem Bracelet. 2 minutes. What are you going to do? I mean, how are you going to vote? Ich glaube, es ist ehrlich. Of course, okay. I'm just glad. Komm. Then she spoke. Sigma, what's wrong with your hand? There's something. Oh. Something white on it. Konnte ich nicht? Wieso konnte ich eigentlich nicht Auto machen? Okay. Ich dachte, das habe ich schon mal gelesen, aber es zählt nicht. Clover kann nicht Betray wählen, Shuri. Clover ist gar nicht beim Wählen. Die hockt im Infirmary und wählt nicht. Und wenn sie nicht wählt, macht sie garantiert Ally. Das heißt, jetzt müssten wirklich alle 6 Leute Ally machen. Really? But. It's fine. Sing. 30 seconds. Ja, ja, White Discharge. Der Name war schon gut gewählt. Das hat Leute schon gesagt. 10 seconds remain until 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Kommen wir in die neue Zeitlinie. Round 2 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed.
in the warehouse. Thank you for your participation. Ambidex gates now opening. Luna! Sorry. Es tut mir leid. Luna and I stepped out of the AB room. I could see the others filling out of their rooms as we did. So you chose Ally after all? Yes. Yeah. To be honest, the AB game was the last thing on my mind. As chaotic as my thoughts were, they all centered on one thing. The mysterious white liquid. Do you want to go see the results? Sure. Luna nodded and walked off toward the projection, but I couldn't move. I glanced around to make sure no one was watching, and I opened my hand. The liquid didn't seem to have clotted or run out, since it was still oozing thickly out of the slit in my hand. What in the hell is this? Couldn't be blood, could it? Ihr könnt ja auch einfach mal dran schmecken, wie es schmeckt. Ich meine, wenn es wirklich Blut ist, dann wird es ja immer noch so ein bisschen so einen Kupfergeschmack haben. Und wenn es eine Blutkrankheit wäre, also... No, that was impossible. No matter how many white blood cells clumped together, you'd never get anything that looked like that. And I'd never seen my blood do this before. In 22 years of my life, I'd seen my body bleed many times. Scraped knees as a kid, accidental nicks with a knife as an adult. But every single time, I bled red, like any other human being. So, why was it that this time it was white? Ja, vielleicht haben wir jetzt dann bald, wenn sich das Blut von Menschen ändern, haben wir nicht nur einen Rassenhass, sondern einen Bluthass, weil, oh, du hast eine andere Blutfarbe. Du bist ein Außenseiter. What the hell is happening to me? Chat Schule, ich frage mich, was die Entwickler sich bei diesem Bild gedacht haben. Ich frage mich wirklich, wer Pose gestanden ist für das Bild. Das ist die viel bessere Frage. Hey, Sigma, what are you doing? Get the hell over here. They're gonna show the results. Yeah, right. On my way. I did my best to compose myself and headed over to join the others. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Bin gespannt, ob wirklich jetzt alle Ally gemacht haben oder einer von den anderen Betray gemacht hat. Ne, alle Ally. Ich glaube, war gar nicht hier, deswegen. Oh. Wenn wir das nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen und wir müssten das noch viermal machen für Alice und Tenjimoji, dann hätten alle über 9 und dann könnten alle 9 raus. Points have been assigned or subtracted accordingly. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. This is incredible! Look, everyone voted Ally. You did just like you promised, Kay. How could I choose Betray after what Fi said to me? Tenmyoji and Dio voted Ally too. Of course. If we hadn't, Alice would have died. Yeah, well, that's about it, I guess. We should thank the both of you as well. I'm happy to see you also chose Ally. Oh, I didn't have anything to do with it. That was all Sigma. Solange es die Timeline nicht... Wir wissen aus anderen Spielen, dass sich Timelines... Du hast gerade dafür geschrieben hast. Dass sich Timelines manchmal plötzlich erweitern können. Weil sie von den anderen Spielen... Und die dritte Karten, die sie bekommen, das haben wir hier erfahren.
Die dritte Karte, wo sie kommen, also wenn sie die weißen Türen haben, dann kriegen sie eine weitere Karte und dann können sie die Ambidex-Rune so oft benutzen, wie sie wollen. Wenn sie die weißen Türen haben. Das heißt, wenn sie sich die Karten holen, dann, aber Ambidex-Game geht halt bis alle Stunde. Dann können sie jede Stunde alle auf Alley machen und dann brauchen sie 3 Stunden und dann werden sie alle raus. Then thank you very much, Sigma. Sigma? Sigma, are you alright? Come on, what's wrong? Just say something. Looks like we all allied. That's great. Isn't it? Sigma, what the hell's wrong with you? Yeah, you've been acting a little out of it ever since we came out of the AB rooms. What happened? You make a pass at Luna and get shot down? No, nothing like that. Hey man, it was a joke. You remember what that is? A joke? You're in pretty bad shape, huh? Before Dio could continue, the heavy metal rumble of doors shutting echoed through the warehouse. The Ambidex gates have closed. Round 3 of the Ambidex game will be the star round. Star keys are required to open the gates. There is no set limit on usage of the star keys. The Ambidex gates can be opened as many times as the players wish to open them. We can open the gates as many times as we want to? Then that means... We can play the AB game as many times as we like, right? Hey, Zero Junior said something about this, didn't he? As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically! The pair and solo assignments hop around a bit, too! Yeah. Right. Sorry to be a pain, but could you all show me your bracelets? I want to see what all your colors and assignments are. Everyone nodded and held their arms out toward him. I stared at them, terrified to follow suit, but certain that refusing would only draw more suspicion. So I held my arm out, hand tightened into a white-knuckled fist to hide the cut. Then their eyes landed on my hand. My heart skipped a beat. So Dio and Kay are a yellow pair. Luna and I are both pairs, but our colors are different. Right. You're a cyan, and I'm magenta. That makes Sigma the only solo, huh? A red solo. So what are the 4 we left in the infirmary? Luna and I are pairs, so 2 of them are our partners. That means the other 2 are solos. Although, I guess we don't know what colors they are. They're probably green and blue. Why's that? Didn't you see them? There are a bunch of white doors in the Floor B warehouse. They have to be the next set of chromatic doors. Ah, yes. Fi and I saw them as well, on our way back from the garden with the unconscious Quark. And there they were. Hallo, Asagi. Kann hier Chat. So viel haben wir nicht. Wir haben jetzt gerade Ally gewählt mit allen. Each one had a box just like the doors on Floor A. Given that, I don't see how there can be any question. Those white doors are our next set of chromatic doors. I think that our bracelet combinations will have to add up to white in order to open the secondary doors. The pairs are cyan, magenta, and yellow. You see? Yeah. Mm-hmm. If we need to make white, then the other 3 colors would have to be red, green, and blue. Right. Good. Now that we've got that figured out, I'm heading back to the infirmary for a bit. I want to check up on Quark and Alice. I shall accompany you then. Might as well go with you, I guess. No real reason to hang out here. Well, what will you two do? I need to talk to Sigma about something. About what? Something. A usual pleasant expression has been replaced with something much more sullen.
She must have noticed that there was something wrong with me. That was what she wanted to talk about. I was sure of it. Okay, fine. I managed to make my voice sound almost relaxed. Well, hold on. A private talk? What are you guys plotting? We're not plotting anything. I promise, it's nothing. Fine, whatever. Ehrlich? Sie würde besser mit einer Ausrede wegkommen, Chat, der Blowjob. Sie würde besser mit einer Ausrede wegkommen, so, oh, wir wollen ein bisschen knutschen und fummeln oder so, und denken sie, ah, whatever. Anstatt so geheimnistourisch zu tun, oh, wir plotten irgendwas und was weiß ich, da. Sondern lieber, weil die Sex-Ausrede nimmt wohl jeder einfach so, na oh, gut, lucky guy, whatever. See if I care. Dann denken sie weniger drüber nach, als wenn, oh, wir müssen tuscheln. Dio tossed his head with a mixture of arrogance and faint disinterest and marched out the yellow door. Temmyoji and Kei quickly followed. In only a moment, all three had disappeared. So, what was it you wanted to talk about? I was almost certain I knew, but there was always hope. I did my best to act as if I was genuinely confused. Oh, I don't really like this room. Could we go somewhere else? Okay. Good. I found somewhere nice when I was looking for Alice earlier. Bee garden? As strange as her request was, I had no reason to object. I kept my mouth shut and followed Lunard as she headed off. Den Blowjob Garden? Okay. Doch, Bee Garden! Oh my god! The garden. You know this place? Yes, well, sort of. I came here once when I was looking for Alice. Oh, I see. So, what brings you here? Isn't this nice? This is the only place in the whole facility with anything green. I feel kind of silly saying it, but it makes me think of the great outdoors. I think it's the perfect place for a serious conversation. Being surrounded by nature makes me feel happy. Oh, there's a bench over there. Would you like to sit down with me? She sat down softly and gently, and I lowered myself down onto next to her. So, what did you want to talk to me about? Instead of answering, Luna lifted a tiny birdcage pendant she wore into the palm of her hand. She was silent for a moment and then began to talk. Can I tell you something? This is actually a music box. Really? Yes. She twisted the key on the bottom and made an almost impeccable winding noise. When she released it, soft, clear notes drifted out. It's a nice song. Why did you bring that up, though? Because I wanted you to know, I guess. I wanted you to know more about me. Maybe it's because I'm so shy, but I don't really have any friends. Or even any acquaintances, really. So I've sort of always been alone. It was really hard. Ja, wenn die Eltern in der Zukunft gestorben sind. I felt so lonely a lot of the time. Ah nee. Sie ist ja... Nein, die Eltern hat sie doch. Er ist ja... Fei ist ja die Tochter. Ich bin durcheinander gekommen. Das war die Frau. Fei war die Tochter. Ich hab grad andersrum gedacht, das war die Frau, waren sie die Tochter. Ich kam durcheinander. And it hurt. It felt like I was just kind of going to collapse from the inside out. V
Wie stehen wir zeitlich, also vom Jahr her im Vergleich zum dritten Teil? Ein Jahr davor oder so? Zeitlich, glaube ich. Also wir spielen auf jeden Fall vor dem dritten Teil. Mindestens ein Jahr davor, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr, ob wir postern die Elevator. Das waren, ob wir da irgendwo... Ich glaube, wir hatten mal irgendwann ein Datum. Den Newspaper-Artikel, wo war denn der? Ich dachte, da hatte ich mal... Ist das bei den Secrets drin? War nicht irgendwo Newsletter? Naja, ist, dann müsste sie die Sexpuppe sein, aber... die Frage ist, er hat ja erst nach ihrem Tod eine erstellt, aber er war erst mit ihr komplett zusammen. Luna sollte aber dann müsste ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß, dass Signa mit einer Diana zusammengekommen ist, aber I don't know. Ich lass mich einfach drauf. Sie heißt ja jetzt Luna und aber I don't know. Ich guck einfach weiter. Ich glaube, ich komme noch nicht klar. That was when I got this music box. Someone very important gave it to me. They didn't say anything, but I felt like there was an unspoken message behind it. Luna, happiness is closer than you think. Do you know Maeterlinck's The Bluebird? Yeah. Well, I know the gist of it. I think it starts on Christmas Eve. This brother and sister named Tyltyl and Mytyl get asked to find a bluebird by this old woman, and then they travel to the dream world or something. Anyway, supposedly if you can catch this bird, then you can make a wish come true. So they visit all these different places, but they can't find it. Eventually, they give up and go home, but when they wake up, the bird is in a birdcage in their hut. That's right. It's a well-known story, and it teaches a simple lesson. Yeah, like you said, happiness is closer than you think. Right. It got me thinking. Maybe the person who gave me this music box was trying to tell me just that. I don't know if that's true. Maybe all of this is just in my head, but I really felt like that was what they'd meant. It was so kind. I kept it with me all the time, like a kind of good luck charm. But one day I realized something. There was another meaning to the bluebird. Hmm? In Maeterlinck's original story, it doesn't end with them waking up. There's more? Yes. When Tyltyl and Mytyl try to feed the bird, it leaves the cage and flies away. And then the story ends. Whoa. What about a moral then? It changes. Now the message is that just when you think you found happiness, you'll lose it again. This is what I said. I thought about that for a while, but in the end, it didn't change how I felt. I don't know what they intended it to mean when they gave it to me, but I decided how I was going to look at it. It means that happiness is something you should always be looking for, and it's only when you're pursuing happiness that you're truly happy. Okay. You know, Sigma. Hmm. I think you might be Tyltyl. What? You know, the boy who the old lady asked to find the bluebird on Christmas Eve. What are you trying to say? Can I ask you something? Sure? Where did you find Alice?
What does this have to do with anything? Just answer me. Where did you find Alice? Crew quarters? Room 2 in the crew quarters. Where were you before that? I was in the lounge. That was after we'd split up to go look for Alice. The first place I went was the lounge. So you went from the lounge to the crew quarters, where you found Alice. And then you rushed her to the infirmary, right? Yeah. Okay, tell me this then. How do you know about the garden? Just now, you said you'd come here when you were looking for Alice. Oh, fuck! Oh! Oh, es gibt einen vierten Teil, was sie planen. Siska, Project Psyk. Oh, nice. Du musst, wenn die auf Steam ist, muss ich mir auf die Wunschliste hauen. Ich liebe jetzt die Zero-Teile wie nichts. Wir haben ja beim ersten Mal haben wir im Garten nachgeschaut und da war es ja nicht da. Und dann sind wir ja 10 Minuten zurückgesprungen und sind dann doch in die Crew Quarters. Aber als Sigma haben wir ja die Erinnerung behalten. Aber wir waren ja anscheinend nie im Garten. Also nicht in der Zeitlinie waren wir eigentlich nie im Garten. Didn't you? That doesn't make any sense. In der Tat. There wouldn't have been any time for you to visit the garden while you were looking for Alice. So tell me, Sigma, how do you know about this place? Well... have you heard about the morphogenetic field? I didn't know what to say. I couldn't even explain it to myself. Why had I told her I knew about a garden? Why had I told her I'd been there before? Sigma, are you a robot? Have you always been here? What? See, it would make so much sense if you were. That would explain why you knew about the garden, and it would explain that cut on your left hand. Hat's gesehen. Hat's gesehen. Damn! So you did see it, huh? Yes. I've been told that robots these days have what's called artificial biological tissue, or ABT, on top of a metal skeleton. It makes them look almost exactly like a human. And ABT uses this white liquid instead of blood. Okay. For some reason, when Luna had called me a robot, it hadn't really fazed me. Ich habe eine interessante Frage. Wenn man wirklich solche Roboter erstellen würde, man würde wollen, dass sie ähnlich wie Menschen sind, macht man die Farbe dann mit Absicht weiß? Weil du könntest ja einfach in die Flüssigkeit, die du dafür verwendest, gewisse Farbmittel reintun, damit sie auch rot erscheint. Oder wird es ja mit Absicht weiß gemacht, damit du den Unterschied sofort erkennst? Maybe because it was just so out there? It didn't sound like a real possibility. It sounded more like a theory you'd get from someone in a nut house. Es könnte auch nur der Arm sein, ja. Er könnte es komplett sein oder... Wir wissen nur hundertprozentig, dass es der Arm ist. Das ist hundertprozentig sicher, der Arm. Aber ist es nur der Arm? Oder ist es sein ganzer Körper? Das wissen wir nicht. Das ist... still. My hand was still oozing white liquid. Was I really a robot? No. That was impossible. I needed to stop doing that. Questioning myself so much was giving me heart palpitations. Luna. Aren't you a little scared? Scared? Why would I be scared? Well, let's say I am a robot. That means there's a pretty good chance Hero's pulling my strings. That would make me your enemy. Oh, I guess so. Well, even if you were, I wouldn't be scared. Why not? Maybe because you're a robot. Hmm? Have you ever heard of the three laws of robotics? They were a set of rules created by the science fiction author Isaac Asimov that he used in several of his stories. Rule 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Rule 2.
A robot must obey any given orders. Any orders given to it by a human being, except when such an order would conflict with the first law. Rule 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws. Yeah. I've heard those before. That's just an ideal, though. You could work toward that, but I don't think you could ever actually achieve it. I mean, depending how you program them, robots could do pretty much whatever they wanted to. Yes, you're right. But I believe in them. In you. However you're programmed, I don't think you'd break any of the three laws. A robot without the three laws is just a bunch of metal and plastic. That's not you. You have a heart. You're a good person. It's in your eyes. Okay. Well, I guess I'm just kind of assuming you're a robot. There's still a chance you're not. Sorry, Chat. Wir befinden uns hier in einem panischen Spiel, ne? Eine müsste plötzlich ihr Höschen zeigen und wenn Sigma Nasenbluten bekommt, weil dann wissen wir Bescheid, ne? Dass er doch ein Mensch ist. Oder einfach mal schon kurz flashen, ne? Ja! So, hinten weg, ups. We should run some tests. Tests? Yes. Well, how? The Atom should be able to tell us. Du könntest mir auch einfach befehlen, dir sie anzugreifen. Rein theoretisch dürfte ich niemals ein Human Being angreifen. Wenn ich sie einfach packen kann und einen Finger brechen kann, bin ich garantiert kein Roboter, oder? Oh yeah, that thing in Infirmary. Also zumindest keiner, der sich an die drei Teile hält. I heard the crunch of dried leaves behind us. But when I turned, there was nothing. Who is it? Is someone there? Just me. Fi? Sorry, but can you guys come over here? I need you to see something. Die Bombe, ne? Luna and I looked at one another, shrugged and stepped into the bushes. Welcome. What? How long have you been here? I just got here a little while ago. Did you hear what we were saying? No. Were you talking about something you didn't want me to know about? Whatever. Yes. Just have a look at this. I followed the line of her finger. Eins Bombe im Garten. Shit. Yep, B Gardens Bombe 1. This is antimatter bomb. Exactly. I'm pretty sure someone didn't move it here from the crew quarters. In fact, I'm pretty sure it's an entirely different bomb. Look at the number on the side. It says 01. And the one in the crew quarters said 3, right? Then that must mean shit. There's no question, huh? I've got more good news. Just think about the numbers for a moment. You're saying there's a 2 bomb out there somewhere? I can't be sure, but it does seem pretty likely. In control room. Damn it. That means we're dealing with a combined explosive power of equal to 3 tons of TNT. Yeah. Who planted them? Was it you guys? I mean, you've been in here quite a while. Hey, don't give me that. You're way more suspicious than we are. What were you doing in the bushes anyway? Well, I was taking a walk. Taking a walk. You really think I'm gonna buy that? Fine. You got me. I heard you two were off talking in secret. So I got curious and went back to the Floor A warehouse. Of course you weren't there. That seemed pretty suspicious to me, so I headed here. And just as I'd suspected, there you were, talking on the bench. I snuck up from behind so you wouldn't notice me. Then, just as I was getting close enough to hear,
I found the bomb. So, believe me now? So, who planted the Honestly, bomb? Honestly, it could have been any one of us. Anybody could have come here while we were all looking for Alice. We need to tell everyone about this, then. Yeah, you're right. Let's head back to the infirmary. Everyone else was already there when we arrived. I mean, there is heute echt schlecht. Clover and Temioji. Kay and Dio. And of course, Alice and Quark. Both seem to be sleeping peacefully. You'd never think to look at them that they'd been completely insane not so long ago. Alright, everybody, listen up. I told him how we found the number one bomb in the garden. And how, judging by the numbering on the two bombs we'd found so far, there's a possibility. Probably. There was probably a number two bomb out there somewhere, too. Oh, this is bad. What are we going to do? Well, nichts. I think Alice mentioned something. There should be an emergency deactivation password. If you enter that password, the device should, well, deactivate. Ich weiß gar nicht, ob von der Zeitlinie das Teil haben. You see it right here. There's a port. If we can find the password input device, we just connect it here. Then we can enter the password. Ich weiß, bloß in einer Zeitlinie hatten wir es gefunden. So, if we have the password, we can deactivate them? Oh, whoa, hold on a second. That's great and all, but we need that password input device she was talking about. Without that, we're still boned even if we did have the password. Yeah. That's why I want all of you to let me search you. I beg your pardon? You heard me. Chances are whoever planted those bombs is in this room. There's also a good chance they've also got the device we need to deactivate the bombs. So you're planning to search us for it? Exactly. But... No buts. If you refuse, then I'll assume it's because you've got it and you planted the bombs. Unless you want that, I suggest you cooperate. Clear? Good. Now who's going to be first? Hmm? Wait. Huh? You only need to search one person. What? Why? Because I figured out who did it? I know who did it. Oh no. Nein, wir haben hier einen Stopp. The words were out of my mouth before I even realized I was saying them. How can you? There's no way. Yeah. I met Fire's gaze and nodded and turned away. I know who set the bombs. Terrorists have planted a bomb! Dead person! Dio ist mir auch am verdächtigsten und gerade deswegen schließe ich ihn wieder aus. Keine Ahnung, jedem scheiß Krimi oder Filler ist die Vertonung, die am meisten verdächtig ist, genau nicht die Person. Dead person! You did it. The room was suddenly silent. Schnitt. Damn it, das hat beim anderen auch. Wir kommen nirgendwo weiter. Es lässt mich nirgendwo weitermachen, das Spiel. Wir wissen es nicht. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Es kommen so keine Antworten. Es kommen so keine Antworten. Jetzt hängen wir hier auch. Da hängen wir, da hängen wir, da hängen wir. Es geht nicht, wir kommen hier nicht weiter an der ganzen Zeitlinie hier. Okay, Sigma zeigt zumindest auf eine andere Person und nicht auf sich selber, weil der Finger so war und nicht irgendwie so. Clover hat fast nichts an. Wo will die denn die Bombe verstecken?
Quark und Alice sind down, die können sie nicht mal gesetzt haben. Dio ist mir zu verdächtig. Kay, Temioji und Luna sind so meine Hauptverdächtigen. Nummer 7. Who planted the bomb? Ist das dasselbe? Nummer 9. Who planted the bomb? There's not Nummer 4. Okay. Gottchen, ich bin... Ach, wo Vulkan, ja, so ist klar. Ja, Cliffhanger sind schon gut, aber es wäre halt... ich habe ja gehofft, dass wir ein bisschen Antworten kriegen. Okay, dann müssen wir nämlich komplett zurückspielen. Ten und Kay waren viel alleine, in der Tat. Von dem wissen wir am wenigsten. Und Kay ist irgendwie halt... Maske. Und Ten Miyoji ist ziemlich alt und weiß auch irgendwie ein paar Sachen. Okay, wow, sorry, Moment. Es waren zwei lange Streams gestern. So. Dann müssen wir uns hier für eine andere Tür entscheiden. Okay, fine, I will. Okay, Cyan Door with Alice. Wir können für die Yellow Door with Temioji oder die Magenta Door with Luna. Ich würde gelb gehen, wenn ich von Temioji mehr lernen will. Luna kennen wir schon recht gut. Ich glaube, wir kriegen viel mehr Informationen raus, wenn wir doch mit Temioji jetzt erstmal gehen. Ich frage mich, ob ich das jetzt nochmal neu aufschreiben sollte. Dass ich nächste Woche weiß, was wir da gemacht haben. Was meint ihr, Chat? Chat darf mitentscheiden. Also ich tendiere zu gelbe Door, damit wir mit Temioji mitgehen können. Momentan sind's ich und Fai, das ist wieder ganz am Anfang. Die allererste Tür, die wir durchgehen. Gelb. Sieht der Chat auch so, ne? Schmeiß dich an den Alten ran. Okay. Dann hauen wir uns an den ran, dass wir mehr Informationen kriegen. Alles klar, gelb, 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 Chat. Okay, dann gehen wir zusammen. Dann sind wir durch die gelbe Tür gegangen. Mit Sigma Phi Ten. Ten Mioldi. I'm thinking we go through the yellow door with Ten Mioldi. That sound good to you guys? Sure. Fine. That means Dio and I will go with Alice. And we'll be going through the magenta door. Was ich mich gerade frage, wenn sie danach abstimmen, das gucke ich danach. All right then. Was wir beim letzten Mal gemacht haben. Better than getting stuck with that crusty old fart, I guess. So, Clover, Luna and I will be going through the cyan door. I don't get to go with Alice? I'm sorry. I'll try and stay out of the way. I don't really mind you, but the K guy seems really suspicious. We're all meeting one another for the first time. Aren't we equally suspicious? Hey, I'm nothing like you. 10 seconds remain until chromatic doors close. 9, 8, 7. We need to go. The doors are closing. Come on, guys, move! 3, 2, 1, 0. Chromatic doors closing. This is infirmary, oder? Ho! Schau mal, ich kannte die Position. Wir sind ins Infirmary gekommen. So this is the infirmary? Looks like it. That's what it said on the door after all. What the hell?
Why is there an infirmary right next to a warehouse? Well, it's probably here if any of the workers get sick or hurt. What workers? Did you see the size of that place? A little big to just be somebody's garage. Then you're saying people work here? Maybe not now, but... God, Sigma is my mic. Judging from the lack of dust, someone was here until recently. There's a door in the back. Think it'll open? No way. How can you be so sure? Just look at it. You see that thing next to the door? What's it say? Lock. Wir müssen auch probieren. Gah, no dice. It's not moving. Are you blind? It says lock right there. Yeah, I just thought, you know, maybe I could force it open. Right. Let's have a look around, okay? Yeah, good idea. Maybe there's one of those card keys around here somewhere. Then let's get started. Okay. Dann schauen wir mal. Der Charakter kann nur so schlau wie der Spieler sein. Quatsch. Was haben wir denn hier? Metal Coin Thingy. Thingy! Thing. Was? This looks like some handheld scanner. Das might be so. Yeah, might be something sitting on it. Yeah, might be able to use it then, wenn wir es anmachen können. Okay, looks like power button. Try pushing it. Might be a trap. Takes me one. Push it even. Good, I'll push it. No, I'll do it. Oh. I'll just push it. Please. Okay. Screen is white. Okay, now what we're supposed to scan? How about the square hole in the sheet? The part that's been cut out? Sure, why not? Clicking the bed sheet will activate the scanner so you can read the hidden letters. Use the information to enter the 5-digit password and press the check button. What? Mir fehlt noch eine Information. Yeah, it's probably a bunch of metal plates or something in a mattress here. Maybe. I'm not going to have the clues. Yep, we need clues. Ups, wie gesagt, mit Ding kann ich mich auch. Oh mein Gott, nee, so kann ich mich drehen. Some square cut out of a sheet. It means. Wir müssen irgendwie wissen, welche Felder wir scannen müssen. What the heck is this? It says 8. Just like it said, it's an 8. What does 8 stand for? It stands for Adult Erotic Doctor. Ah, ich hab da so Schmerzen, Frau Doktor. Können Sie mal nachgucken? Haben Sie auch noch eine Krankenschwester, die sich um mich kümmern kann? It stands for Automated External Defibrillator. Auch langweilig. To use it and try to restart someone's heart. Achso, ja. Yeah. Use electricity. Do you think you could take it out? Probably. Sure, it'd be useful, don't you think? Okay. Restart the stopped heart. Ansonsten, ich finde es nützlich. Achso, da kann ich mich gar weiter nach links drehen. Okay. Ich meine, da sind... Oh! Kann ich einen Slot da rein tun? Ja. I think it's a card reader? Yeah, it's by my guess. Okay, wir brauchen einen Kartenreader. Ist da was drin? Ein Skalpell hätten wir. Ja, cut through. Da unten war auch was. Kann ich das anklicken? Ah! Da ist ein Schlüssel. Ah, this is a laser gun, is it? No, it's an ejection gun. Take it now, just be fry as well. Okay, that's nice. Okay, da ist eigentlich nichts drin. Okay, ich habe einen Schlüssel. Das sieht doch schon nach was aus und das sieht nach was aus. Sieht einfach so ein Rätsel aus, das ich lösen kann. Look at all those blocks. So, das ist ein empty spot. 5 times 5 minus 3 is 22 blocks.
Oh, stimmt, wenn wir das Skalpell mitnehmen, kannst Alice diesmal nicht schnappen. In der anderen Storyline konnte Alice das Skalpell immer nehmen, jetzt haben wir es dabei. There's a blue capsule, a yellow powder and an electric lid. Check this out, there's a couple of keyholes in the bottom. We need to unlock those keyholes before we can do anything. Funktioniert ein Schlüssel? Okay, it unlocked. Okay, wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel. Da ist 3 button straws. I guess we'll have to open it, yeah. That means switch into a pin and press the check button and I'll give it a shot. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich zählen, wie viel von den 3 Sachen jeweils da sind, okay. Okay. Das heißt, wir müssen aber erst noch einen Schlüssel finden für... Kann ich da reingucken? Oh mein Gott. Wer ist die Hydrogen Monoxide cunning of the faucet? Can't you just call it water like a normal person? A mirror! Looks too dirty. Ich weiß noch nicht, das ist ein halber Schlüssel. Anscheinend. Irgendwas müssen wir noch aufschneiden. Ich weiß nicht, wieso wir Wasser brauchen könnten. Vielleicht können wir mit dem Skalpell hier... Oh, wir könnten mit dem Skalpell bestimmt rumschlitzen. Ah! Moment! As soon as the sheets... Ja, Skalpell! Oh, a dirty fabric! Nice! Und was liegt hier noch rum? Ups, da hinten ist doch noch... Ich seh's doch! Nicht vorgehen! Der zweite Schlüsselteil, danke. Okay, da haben wir den Schlüssel. Das Fabric brauchen wir dann bestimmt für... Okay, kann ich kurz komisch rumdrehen, aber dann machen wir erstmal einen Schlüssel hier. Für das andere Bett, um dann zum drauflegen oder so. Easy enough. Couple of inches, can we pull it out? Pull it out, ja. Jetzt machen wir dann, sure. To correspond with others, you can move by clicking and dragging, okay. What? Oh, ich muss sie einfach da drauf kriegen, okay. Okay, ich verstehe die Schwierigkeit gerade eben. Fast. Die beiden müssen getauscht sein. Shit. That's it. Nein, nicht ganz, oder? Shit. Shit. No! Shit! Moment. Fast. Moment. Oh Gott! Ich bin zu müde. Moment, Moment, Moment.
Doch, runter, rüber, rüber, runter, hoch. Und jetzt habe ich die zwei umgedreht. Ah, fuck, Moment. Wie drehe ich jetzt die beiden nur um? Ich muss... Ah, jetzt habe ich die beiden da oben, das will ich nicht. Doch, oder? Was klar? Nee. Jetzt. Sorry, der Chat hat es bestimmt schon 50.000 Mal rausgefunden. Wieder falsch rum. Jetzt habe ich sie wieder falsch rum. Jetzt habe ich sie wieder falsch rum! Ja, ich verwechsel die beiden immer. Moment mal. Ich muss nur die beiden hier umdrehen. Ich muss nur die beiden hier umdrehen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Moment. Rot muss dahin. Und blau da. Jetzt halt, oder? Jetzt muss ich bloß die richtigen Züge machen. Runter. Rüber. Nein. Nein. Rot, jetzt müssen die beiden noch tauschen. Nein. Mit Delay ist es immer schwer, ich weiß. Moment. Da hoch. Jetzt hat. Moment. Rechts. Runter. Rechts. Hoch. Links. Rechts. Nein. Hab's doch fast. Hoch. Links. Runter. Rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab ich mir das Schwert an. Oh mein Gott, hab ich mir das Schwert an heute. Oh shit. And it's on my headline. Okay. That was a piece of cake! passable performance. Good work. Why do you feel hard? Seems to have filled the empty spaces in the front. Oh yeah. Und jetzt können wir zählen, oder? 5 gelbe, 2 rote, 5 gelbe, 5 blaue und... Shit. 5... 12 grüne. 2, 5, 5, 12. So. Okay. 2, 5 und 5. Okay, es hat mit dem Symbol noch was zu tun. Rote Flaschen, gelbe Dreiecke, blaue Pillen. Moment mal. Rote Flaschen, gelbe Dreiecke, blaue Pillen. Warte, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Nein. Nein. Kadi kann bis 6 zählen. 100 pro. 6 ist meine Spezialität. Ich kann immer easy zählen. Ich hab noch nie Probleme gehabt. Oh, yeah. Opens. Öffne dich. Sesam, öffne dich. Yeah, well done. Colored number that you can view it by visiting the archive. Colorful Note 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2. Wie mache ich den gelb? Drei.
So, da können wir noch das Teil wahrscheinlich drauflegen. Nee, nicht. Hold on, we've just been a nasty sheet on the bed. Yeah, well, the enemy. Wir müssen es noch waschen. A little more first, I feel good. Ja. Wir müssen es wahrscheinlich erstmal waschen. Ja, es ist schwer zu erklären. Ich weiß, es ist. Manche Rätsel sind schwer zu helfen vom Chat. Das war okay. Ich hab's ja geschafft. Das war ja noch. Echt. Gronkh dreimal so lange braucht. Nein, auf jeden Fall nicht. Du machst das jetzt auf der Water, ja. Stop on the Don't Wanna Wash the. Ja, ich find anders wie try. Abwaschen. Damn. Told you so. Shit. Okay. Oh. Eins blau. Achso, kann ich was nehmen? A bunch of medicine. Never heard. Char containing white powder. Okay, was ist das? Moment, upsa. Dangerous medicine. Don't understand, yeah. Medicine? That said, this your joke was critically treated. You're not very generous with other people, are you? Ne, medicine. Was ist denn, wenn ich das jetzt examine? Was ist das? White powder. Ist da drauf tun? Oder erstmal das weiße Puder einfach ins Wasser schütten und testen, was passiert? Oder ich kann das weiße Puder über die andere Laken drüber schütten. Hier drüber. Square has been cut out. Oh, da ist ja noch was, oder? Something important, all pages are blank, okay. Eisenhunger. What the hell? We've been written out, but we can't read it like this. Eventuell kann ich die Schale nehmen. Waschbenzin, it's empty. And into the basin you go. Ah, empty jar. Oh, jetzt habe ich das Puder reintun können. Ah. Warte mal, können wir das jetzt mit Wasser füllen? Yeah, pretty right. Clever, yeah. Clever field of can't replay. Yeah, just do it. Just do it! Okay, wow. Okay. Jetzt können wir da Wasser reinschütten und dann können wir die Reaktion sehen. Alright, now put the water in. Got bubbles. Soak the fabric. Aha! Okay. Und? Oh, yeah. Looks like exactly the right size. Give it a shot. Okay. Achso. Sehe ich das jetzt, wenn ich das scanne? Eins, zwei, drei, blau, rot, gelb. Blau waren die Pillen, rot waren die Flaschen, gelb waren die Dreiecke, vier, fünf. Cured! Awesome, looks like that did it.
Good work. The screen changed. Oh, wait a minute. Yeah, I've seen it too, yeah. There was something like the symbols are different. Okay, it was yes, yes. We used the password to open the safe. Yeah, now it's cool. Sonne, Sonne, Stern. Yeah. Pretty good memory. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht mal, wo der Safe ist. Wo war der Safe? Und wo war die Memory Card? What? Moment. Da unten drin vielleicht? Ah, was ist denn da? Some sort of clipboard. Da ist die Memory Card. Scrap paper supposed to be. Missing TTR Card. Warte, da war noch was. So, nothing to clip. Memory. Paper with drawing. Oh. A, B. Okay. Da war also der Hinweis, da ist der Safe. Okay. Awesome, it opened. Well done. Good work. Bunch of stuff. First we go. A map of the floor. Yep. Andere Stuff, ein Schlüssel, two cards actually, two sun cards, okay, für die AB Rooms. Und read the note. More use, once you've opened the door, the chromatic doors like the ones you open, you cannot go in front and then. As many people as you like, das sind die Regeln, die hatten wir schon, really interesting. Naja. Newspaper, ach, das ist der Newspaper-Artikel von Radical 6, den die gefunden hat. Woody, steht eigentlich schon fest, was nach VLR Story Game kommt? Nein, Woody. Das sind noch ein paar Wochen hin, drei oder so. Dann sehen wir das, was da kommt. Also ich habe nur einige richtig coole. Naja, das ist wegen Radical 6, dass die alle da so im Sterben sind und der Virus sich die Erde ausrottet. The last thing in the safe is probably the key. Yeah, we can finally get out of here. She's nodding. Okay. So, das ist aber nicht alles. Wir haben erstmal noch die Memory Card. Wir müssen noch einen zweiten Key finden für das Secret, einen zweiten Passwort. Ja, try it out, come on. Das verrät, was A und B ist. Powder and Medicine Bottle. Ah, zu Hint. Ja, super. Das war der Hinweis. Ja, okay. Okay, dann nehme ich mal an, dass wir noch eine zweite Lösung hierfür finden müssen. Und zwar 1, 2, 3. Vielleicht einfach rückwärts. Oder blau, rot, gelb. Ich denke mal, wir müssen hier noch eine. Kann ich das irgendwie drehen? Wenn man das irgendwie gedreht hinlegen würde. Aha. Das muss ich einfach vielleicht zum Kopf drehen. Wir müssen einen zweiten Code noch rauskriegen. Das Heilmittel war nicht in der Infirmary im ersten Stock, das Heilmittel war im zweiten Stock irgendwo. In der Pharmacy oder so. Was habe ich gesagt? Blau, rot, gelb. Das war blau, rot, gelb. Wenn wir das jetzt. Ich kann es in zwei Richtungen klappen. Wenn wir das jetzt so rüberklappen würden, dann wäre das genau umgedreht, oder? Und dann wäre hier das. Hier wäre jetzt blau, rot, gelb. So müsste ich drücken. Und dann müsste ich jetzt eigentlich, wenn das dann rübergeklappt wäre, dann wäre das hier. Blau.
Rot. Gelb. Das gibt keinen Sinn. Das gibt keinen Sinn. Rückwärts kann man probieren. 5, 4. Aber der Ruck. Eben. Der Ruck. Keinen Sinn. Ich kann es von oben nach unten flippen. Dann wäre blau hier. Rot. Gelb. Hier, die 4 wäre dann hier oben und die 5 hier unten. C-Dur. Upsa. Spiegel verkehrt. Und wenn ich eine andere Reihenfolge habe, ich meine, ich hatte ja, wenn ich wirklich Cure, ED, das ist ja Cured. Wenn ich die ersten umdrehen würde, gibt's, kann man ein anderes Wort machen? Rooked? Nein. Crude? Crude? C-R-U-D? So kann ich nicht Retry machen, ach shit. Das muss noch irgendwas anderes sein. Wir müssen noch einen geheimen Ausgang finden. Ich denke mal, dass es damit zu tun hat. Wir müssen muss eine andere Lösung für das Ganze finden. Können wir noch irgendwie... I already solved this puzzle, ja. Crude mit E! Ah, just checking, alright. Ach, Crude mit E. Das könnte gehen. Stimmt, Crude wird ja so geschrieben, nicht Crude. Upsa, dann wäre das. Crew. Nein. Ja, doch, Crew. So. Nee. Uns fehlt noch irgendein Hinweis, ne? Aber welcher? Können wir es nochmal drin waschen? I don't need to do anything else with it. Das anders machen? Was hat's mit den, mit dem blauen, mit den grünen auf sich? Ich könnte aber auch der Reihenfolge nachgehen. 3, 1, 2. Das wäre R. Das war C und das war U. Kr. Das fährst du aber auch nicht. Rück. Rücku. Oh, AED könnte natürlich auch ein Hinweis drauf sein, ne? AED. AED. Aber Edit Lückenfüller würde ich sagen. Wie meinst du mit Lückenfüller? Upsa. 3, 2, 1.
Wenn ich wirklich 3, 2, 1 gehen würde, dann wäre der Gelbe zuerst. Dann der. Oh, gut. Ah, das muss wahrscheinlich auch. Ich weiß ja gar nicht, wo ARD, die grünen Kapseln. Ach so, Lückenfüller, okay. Und das ist. Drei, eins, zwei. Wieso sind sie in der Reihenfolge? Wenn das AED wäre. 3, 1, 2, aber was ist. Dann müsste ich rausfinden, wo hier A ist. Gott, wieso ist denn das heute so schwer? Das ist Q. D, L, I, F. Ach, das brauche ich eigentlich nicht so nochmal. Zweite Seite. Was hatte das? Gott, ich bin Q, D, L, I, F. Nicht Retry machen kann. G, C, T, U, K. G, C, T, U, K. Y, M, A, P. Map steht da. Y Map W. Y Map W. O S H E X. O S E X. J, R, N, V, B. J, R, N, V, B. Okay. Jetzt hat. A, E, D wäre dann A, E, D. Was ist ein D? Okay. A, E, D und was dann? Einfach bloß check die drei oder was? A, E, D vielleicht. Schade. Q war das erste. Ein Buchstabe fehlt. Oder haben wir zwei einen doppelt? Wir haben es 5 auf 5, das sind 25 Buchstaben. Haben wir irgendeinen doppelt? Ich weiß nicht, ob wir einen doppelt haben. Seht ihr einen doppelt? Z fehlt auf jeden Fall. Z fehlt. Adam, weil es an der Maschine steht, ne? Aber es gibt keine zwei A's. Ich kann die, glaube ich, nicht zweimal drücken, oder? A, D, A, M. Oh, ich kann es doppelt drücken.
Was soll ich mir von überlegen? Ich meine, die andere Überlegung ist, ich meine, wieso sind in der Memo, mal ganz ehrlich, wieso steht hier nicht 1, 2, 3 in Folge? Wieso stehen die nicht in Folge? Wieso steht es 3, 1, 2? Wenn es nur auf die Farben ankommt, wenn es nur auf die Farben ankommt, dann wäre doch das egal, oder? 3, 1, 2, vielleicht muss ich bloß 3 eingeben. 3, 1, 2, RCU. Wieso stehen die so auf 3, 3, 1, 2? Wie gesagt, wenn es nur auf die Farben einkommt, ich musste ja 1 nehmen, weil 1 war blau, 2 war rot und 3 war gelb. Und dann mit 4, 5 addieren. Ich meine, Moment mal, 1 war... Eins war blau, das ist doch die 1, ne? Das war die 2, das war die 3. Redux? Redux könnte man bilden, ne? R, E. Ah, da müsste 3, 4, 5. 2, 1? Weiß nicht, ob wir Redux schon hatten. Redux? Ah. 3, 1, 2. Vielleicht die unvollständige Zahlenreihe wie aus Matheunterricht, aber 3, 1, 2 ist ganz komisch. Es war ein Feldmuster, wie bei die ganzen Zeilen waren. Welche Symbole liegen denn da auf? Oh, das könnt ihr mir auch kurz gucken. Ja, warte mal. I already solved this puzzle. So ungefähr. Da liegen sie ganz anders. Da war ED. Das war 4 und 5. Da liegt auch eine Flasche. Und... Redux. Redux heißt wiederbeleben. Ja, aber wieso? Wieso das X? Das würde keinen Sinn machen. Rumprobieren. Z fehlt wie Zero. Ah. Die Sache ist, gibt es hier ein Muster, wo ich eine 3... Gibt's nicht mal. Ich habe gesucht, ob es das Muster gibt. Gelb, blau, rot. Aber das gibt's nirgendwo. Gelb, blau, rot so nebeneinander, weil es eh was zwei rote hier gibt. Wieso wäre das X hier? Wegen dem Defibrillator? Aber Revive heißt doch wiederbeleben. Redux. Das AED. Moment mal. Redux. Upsa. Hier liegen die auf blau anstatt auf rot. Ja? Jetzt habe ich schon nicht mehr.
das war das Puzzle. Moment mal, es könnte noch hier was sein. Ich kann eine andere PIN eingeben. Was ist, wenn das die 3 ist? Die blaue ist die 1 und rot ist 2? Nein. Was war das? Moment. 1 ist blau, 2 ist rot, 3 ist gelb. Aber oder 3, 1, 2 einfach so eingeben? Wie statt gelb, rot, blau. Oder wirklich 3, 1, 2? Upsa. Eins blau in der Mitte, aber die 3 wäre gelb. Und 2. Oh! I already solved this puzzle, but for some reason I feel there's more going on here. Okay, hier muss es sein. Hier muss es sein. Er gibt mir sogar einen Hinweis. Okay. Okay, 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 okay. Damit 3, 1, 2. Damit muss es doch was zu tun haben. Aber wenn ich 3 gelb mache, 1 blau und 2, das geht nicht. 3, 1, 2 in der Reihenfolge ging auch nicht. Drei gelb, eins blau, zwei rot. Da hatte ich ja gezählt. Ich hatte ja 5 blaue, 6 gelbe, 2 rote. 5, 6, 2 war ja eine Lösung. 5, 6, 2 war eine Lösung. Also, eine Lösung war 5. 5 blaue, das war eine Lösung. 5 blaue, 6 gelbe und 2 rote. Das war eine Lösung hier. Wieso 2, 2, 1? Das war eine Lösung. Du wirst eine Reihe machen, eine bestimmte. Und das steht auf dem... Dritte Reihe, die gelben zählen. Aber gelb wird Mitte verlangt. Also in der gelb ist man in der Mitte, aber da steht zum Anfang dort. Oder du meinst in der dritten Reihe, die gelben zählen, die zählen, die du nicht brauchst. Ach so. Weil auf dem Note steht nämlich 3 gelb am Anfang, als erster Stelle. Und dann blau eine 1. Und dann eine rote 2. Während hier blau, gelb, rot ist. Blau, gelb, rot. Aber hier steht gelb, blau, rot. Vielleicht einfach die Zahlen hier abziehen von denen. Dann wäre es 4, 3, 0. Macht sowas Sinn? Ah. Was, so oft wie die vorkommen, aber nur bis zur Stelle zählen, wo das Symbol steht. Wie meinst du das? Bis zur Stelle stellen, wo das Symbol steht. 1, 2, 3. So. Also das waren die Zählwerte. Und das sind die Werte, wie sie dort standen. Das waren so diese Kreise.
Wo standen die dort? Und das sind die, die ich... Die Reihen oder die Spalten? Das heißt Reihen zählen. Drei gelbe Reihen zählen. Dann vier. Eine blaue Reihe zählen. Eins. Zwei rote Reihen zählen. Null. 410, das ist doch irgendwie... Oder wie viele gelbe sind in der dritten Reihe? Eins. Wie viele blaue sind in der ersten Reihe? Eins. Wie viele rote sind in der zweiten Reihe? Null. Also müsste 110 sein. Was nehmen wir mit dem Buchstaben? Ach so. Ich weiß nicht, ob das mit den Buchstaben jetzt noch was zu tun hat. Ich weiß es nicht. Das haben wir nämlich da nicht gebraucht, aber es kann sein. Ich weiß gar nicht. Wenn die Buchstaben aufzuschreiben, war ziemliche Arbeit. Ich glaube, ich habe mir zu viel Arbeit gemacht. Oh, wir sind noch nie langsam am Rätsel, ihr dürft gerne miträtseln. Oder heißt es einfach, pass mal auf. Das ist ganz simples. An erster Stelle soll gelb kommen. Weil es ist einfach bloß umgedreht. Und an zweiter Stelle soll blau kommen und an dritter Stelle soll rot kommen. Das ist so der Reihenfolge nach. Das heißt, ich müsste 6, 5, 2 machen. Das wäre einfach die Reihenfolge um, wenn dann nicht die Anzahl. Also ich müsste hier 6, da 5 und da 2. Das ist die eine Lösung. Da. Ja. Sorry, ich flack hier so richtig drin, weil ich mich gerade nicht. Was? Man zählt die Anzahl der gesuchten Symbole in der jeweiligen Reihe, aber nur bis zur Stelle, wo das Symbol erscheint, nicht weiter. Dann ist die maximale Anzahl immer nur 1. Wenn du beim ersten Symbol aufhörst, dann zählst du nicht weiter. Dann hast du ja immer nur 1, das sage ich. Space Ram hat schon aufgegeben. Drei, eins, zwei. Wieso zeigt es das hier so an? Wieso schreibt ihr nicht 1, 2, 3? Ah, das Teil mit den... Was? Probier mal das Teil auf dem mit der Tafel von den Pillen an der Wand. Das da an der Wand probieren, drüberlegen. Wieso 2, 2? Ich kann ja 2, 2, 1 probieren, okay. Wieso? Clean Fabric. Okay, erklär mir 221. Ich verstehe es nicht. Erklär mir 221. Erklär es mir, ich verstehe es nicht. Ich möchte es wissen. Ich möchte nicht einfach nur eine Lösung. Ich möchte es wissen. 221, wieso ist es 221 gewesen? Bei mir ist es klar, jetzt muss ich das andere hier reinlegen und kann das zweite Wort bilden. Das ist jetzt einfach. Das 221 verstehe ich nicht auf dem hin bezogen. Da steht 312. Das Fetzenteil zeigt die Stelle. Hier kann ich nicht drüberlegen. Also wieso jetzt das... Okay, ich dachte halt, das Fetzenteil... Du hast irgendwas richtig gedacht. Und was... Wieso ist es jetzt 2-2-1? Wieso ist 2 gelb? Also die blauen Pillenteil kommt zweimal vor in... Okay. Also das blaue Pillenteil kommt zweimal vor in der zweiten Reihe bis zur Stelle, die ich brauche.
Das blaue Pillenteil kommt zweimal vor in der zweiten Zeile bis zur Stelle, die ich brauche. Bei Gelb auch, letzte Reihe, das Symbol zweimal bis zur Stelle, die ich brauche. Okay. 2, 1, 2, 1, 2. Und Rot wäre aber dann 0. Was hat dann das? Hä? Schafft es nicht. Rot habe ich geraten. Ich glaube, das Moment, das gibt es doch nicht. Das muss ich googeln. Sowas macht mich sonst. Sonst kann ich nicht normal weiterspielen. Infirmary Gold File Help. Der Nummer entsteht durch die versteckten Symbole von dem einen Laken. Was meinst du damit? Zwei verdeckte blaue. Zwei verdeckte blaue, zwei verdeckte gelbe, ein verdeckter roter. Lol. Das ist ja sehr abstrus. Und wieso steht dann hier der Gelbe zuerst? Was ist das dann für ein Hinweis? Wieso steht hier der Gelbe an erster Stelle und heißt 3? Wieso steht hier nicht 1, 2, 3 in Reihenfolge mit 3 Farben? Wieso steht hier der Gelbe zuerst? Das ist hier 4 und da oben ist es 5. Es würde zwei gelbe verdecken, zwei blaue verdecken und eine rote verdecken. Das ist aber irgendwie echt. Explain the solution. Achso, hier habe ich was. Ach, du hast das wahrscheinlich gefunden, oder? Okay. Du musst nicht die Symbole zählen, sondern die Symbole zählen, die verwendet wurden. Kannst nicht mitraten? Ach, du hast es schon gespielt.
die Symbole, die verwendet wurden. Aber wenn die wirklich Symbole da macht, ich verstehe nicht, wieso das hier vertauscht ist. Ich verstehe nicht, wieso die 3 zuerst steht. Ja, ich verstehe nicht, wieso die 3 zuerst steht. Für mich war das ein Hinweis, da musste irgendein Hinweis für mich sein, aber gut. Dann war das vielleicht bloß ein Red Herring. Ja, das könnte sein. Na gut, das war bis jetzt das absolut verwirrendste Puzzle bisher in dem ganzen Spiel. So, I did it. Nice, good job. Get it out. Ja, schon. Okay. Sonne, Sonne, Stern. Ich lese es diesmal aber noch nicht. Ich habe Angst, dass dann sonst schon wieder. Mit den Robotern war ja letztes Mal auch schon so ein Mini-Spoiler, dass irgendwas mit Robotern waren. Asloth Laws, die sind ja schon gekommen, bevor ich überhaupt dort war mit Asloth. Okay, raus hier. There we go. Okay. Vielleicht. Naja, ich dachte halt, weil die 3 zuerst steht, ist das ein Hinweis auf den Code. Das war halt für mich irgendwie ein Hinweis drauf, wieso waren sie so ansortiert. Dass die Ansortierung irgendein Hinweis drauf sein sollte, was der neue Code ist. You think this actually works? Do you know, only one way to find out though. Someone's coming. With Dio, Quark, and Alice tagging along, looks like. Sorry. We bumped into them a little while ago. Who'd have thought we'd bump into you too? Let me see the map. Oh, sure. So, klären Sie das. Ich schreibe schon mal die Paare auf. Sigma plus Phi versus Tenmyoji. Dann hatten wir, ich muss auch vergleichen. Oh, oh shit, das habe ich auf meinem Mauspad rumzeichnet. Das ist teuer, soll ich aufpassen. Wo waren die ersten Abstimmungen? Hier habe ich mir die ersten Abstimmungen aufgezeichnet. Hier. Da hat man Dio plus Quark. Ist jetzt mit wem gegangen? Weiß ich gerade nicht mehr. Und Kay plus Clover. Kay plus Clover sind, glaube ich, jetzt mit Luna gegangen, ne? That map. It's just like the one we found in the crew quarters. Crew quarters. Können wir jetzt Auto machen? Oh, we found a map like that too. Stimmt. There was one in the lounge. There's a lounge? Anyway. Ours was an infirmary, weil es ein bisschen anders ist. Maybe we should sit down for a bit and exchange information. No. There's plenty of time for that after we check out this elevator. Weil wir müssten uns ja jetzt... Jetzt finden sie die anderen 3 Türen. Durch die wir später dann nochmal müssen. Rot, blau und gelb. What the? Oh, this is just like the other floor. Nee, gelb sind wir ja durch. Rot, ja klar. Rot, blau und grün, die kommen hier auch wieder. Aber nach den AB-Games. Jetzt müsste hier ein bisschen Sachen dann doppelt gleich kommen eigentlich. These doors have colors on them too.
The one on the left is green. The one in the middle is blue. And the one on the right is red. Are these chromatic doors? Look, there's a box here. It looks like the ones we saw earlier. Lock. Yeah, won't budge. Yeah, just like the other doors. No good trying to force it open, I suppose. Is something wrong, Alice? You've been staring at your bracelet. Oh. No, I'm fine. But it looks like my guess was right. The numbers have changed. Numbers? Oh yeah, the time left. Looks like 2 hours. 6 minutes. Ah, for fuck's sake. You telling me we're gonna have to just sit around here for another 2 hours? No, we play the AB game. Looks like we don't have a choice then. We gotta head back. Sigma, where's that note you found? Right. Oh? Did it say something like supplementary rules? Because yes. If it did, we have one too. We found ours in the crew quarters. Yeah, we got one of those. Found it in a safe in the lounge. Here are a few more rules for you. Once you've opened a door, you can hop through it as much as you like. The chromatic doors are like that too. Once you open them, even I cannot keep you from going in and out of them. Any color of bracelets can go through them, and as many people as you like. But, you have to escape before you can take an advantage of this free reign rule. Once you have activated the chromatic door and gone through it to the puzzle beyond, it won't let you go back until you solve the puzzle. Ja, die Regeln haben sie alle gefunden im ersten, aber dann gab es nochmal Zusatzregeln, da in zweiten Türen waren Sachen bloß einzeln versteckt. If that's true, then we can all go back to the way we came to get into the warehouse. I don't think Zero's saying we can. I think he's saying we have to. Otherwise, what's the point of that key card? You mean this? The Ambidex room key. Ambidex game! We found some round too. One! That makes 6 then. One for each AB room. Let's head back to the warehouse. So when Zero says jump, we say how high, huh? No, you just jump. If you don't like it, stay here. Stupid angry mutt watching the door sounds about right. Asshole. Better hope I don't have rabies, you self-satisfied old turd. Well, what's it going to be? Are you going to go back with us? Or are you staying here by yourself? All right, fine. I'm going. Sache ist jetzt, die Woche werden wir bloß 1 durchspielen oder noch bringen. Sollen wir erst betrayen oder erst allein? Gegen Tembio. Tenmyoji hat in der ersten Runde. This is the infirmary then. We were able to walk right in, just like the note said. That means you can come visit the lounge too. You'd like it, Grandpa. There's lots of alcohol. They've even got some of your favorite! Oh, well, that sounds great. Maybe I'll go have a drink later. What the hell, man? How are you so damn calm? Wait, Grandpa? Did Tenmyoji and Quark know each other? Were we actually related? I was about to ask when something else caught my attention. Someone behind the divider was talking to someone else. I snuck a look around. Do you think there's a connection?
I can't be sure yet, but there's no way this is all just coincidence. Yeah, there's even a zero. Whatever it is that's going on, we need to get in touch with headquarters, and fast. Yeah, I agree. They probably figured out we're gone by now. Yeah. Do you think they'll find us? Let's hope so. Oho, schau, die arbeiten noch zusammen, das wusste man. How are these two connected? Definitiv. Aber Headquarters, was ist denn nach dem ersten passiert? Die Jahre, was die nach dem ersten gemacht haben, ist interessant. Anscheinend haben sie irgendwie CIA oder FBI, irgendwie so Special Forces Ausbildung bekommen. MI6. Finally done? You were taking so long. I hopped off for a little nap. Yawning? Really? You're just a computer program. You don't get tired. Hey, B.O. My temper's got a hair trigger, and you're awfully close to pulling it. So I'd watch my mouth if I were you. Otherwise... Well, do you really need me to spell it out? Forget it. That's a good boy. Alrighty, let's get back to what we were talking about earlier. Namely, how do you get more BP? We go into the AB rooms, right? Look. We got some keys for them right here. K and Quark have two each. So we've got six altogether. But who goes into what room? That doesn't really matter. Anybody can go into any room. But there are only six rooms. Didn't I tell you? The two members of a pair share the same destiny. Then you mean both members of a pair need to go into the same room? Yeah. What do we do after we go into the room? Play a game. Just like it says on the door. You play the Ambidex game! Wait, what's Ambidex supposed to mean anyway? I would guess it's short for ambidextrous. Most use the word to refer to the ability to use both of one's hands, instead of favoring the left or right. But it can also be taken to mean someone who is duplicitous or two-faced. It's a game of betrayal, then. Well, yes, I guess you could put it that way. Then what's the nonary game? That refers to the whole enchilada. The nonary game is a game where you try to open the number 9 door and escape. The Ambidex game is just a mini-game you play as part of the larger one. Make sense? Like hell. This shit is confusing. Is it? Is or it? Or is it that you're just a few carats short of a bushel? What do you think, Bio? You arrogant little bastard. Well, that's just how I am. So you better get used to it. Now, could I have you all move to the AB room, please? I'll give you more specifics once everyone's inside. I think it'll probably be easier to understand that way. K, Quark, and myself each gave one card to Luna, Alice, and Temmie Oji. Then we headed into the AB rooms. There wasn't really any discussion of who'd go into which room, and Fi and I found ourselves heading into the leftmost room. Looks like everybody has gone on and in already. Habe ich jetzt nicht... Ich müsste auf Skip machen können. Normalerweise müssten wir jetzt das alles haben, die ganze Erklärung, oder? Should head in. Why are you asking me? Just hurry up and get in there. Okay, okay. Ja, die ganze Beschreibung hatten wir eigentlich doch. Synchronsprecher ist saugeil.
An Ambidex Gate has been opened. Ich kann nur Auto machen. Toll. 45 minutes remain until Ambidex Game Polling closes. What? This game's got a time limit too? What? Okay, das ist definitiv anders. Wer ist das? What the fuck? Was? Okay, einzelne Schule. Ich habe jetzt erwartet, es läuft genauso ab wie auf der anderen Zeitlinie. Wir sind hier. What? Das Spiel! What the hell? Who is this? Fuck if I know. Look, it doesn't matter who she is. Just get everybody over here. Sieht wie Diana aus? Ein Alter aber? Yeah, right. Hey, guys, get over here. We found someone. There's a lady over here. She's unconscious. I didn't wait for a response. Just turned around and followed Fire into the room. We knelt down next to the woman and turned her over. I said, as gently as we could manage. All that greeted us was blood. She's covered in blood. I leaned down to listen at her mouth. Nothing. No breath. Shaking hands, I felt against her neck for a pulse. No movement, just cold skin. What the hell were you yelling at? What's going on here? Is she? Quark, don't look! Somebody get Quark out of here. Okay. Come on, Quark. Then she's... Yeah. She's not breathing, and I can't find a pulse. Her body's already cold, so I'm guessing she was murdered a while ago. Murdered? Does this look like an accident or suicide to you? Ja, wir waren in den Räumen. Wir waren in den Ambidex-Räumen. Wir sind alle zusammen rausgekommen aus diesen Räumen. Fei und ich waren zuerst in diesem Raum drin. Der Raum war verschlossen. Wir sind rausgekommen, sind durch die chromatische Tür gegangen und dann wieder zurück. Wo war die? Wo kommt die her? Moment mal, tote Lady. Was auf jeden Fall absolut geil ist. Wie gesagt, ich hatte jetzt erwartet, ja, wir voten hier und dann machen wir hier was und dann kriegen wir hier vielleicht neue Informationen. Clover und Kay waren im ersten Raum. Das erste Mal, echt? Im linkesten. Ich weiß nicht mehr, wer war, aber ich dachte, wir sind in denselben reingegangen, wo wir rein haben. Aber wenn die wirklich da drin waren, in dem Raum, und wenn sie es verschleiern wollen, wären sie ja da auch wieder reingegangen wie hier. Ja, aber wieso sind sie jetzt nicht in diesen Raum reingegangen und der Linie schon? I don't know. Kay ist mit der bewusstlosen Clover aus diesem Raum gesprungen. Das erste Mal, ne? Sicher, dass es der linkeste war? Vielleicht kommt es gleich auf. Does it look like an accident or suicide to you? Looks like she was stabbed. Don't see a weapon around here, though. That means either the killer took it with them, or it was part of them. Part of them? Well, if someone was strong enough and they had metal hands, then they might be able to stab someone in the heart. What are you suggesting? It's just a joke. Don't take it so seriously. Whatever. If we examine the wound, we'll probably get a better idea of what the weapon was. Let's get her to the infirmary. She might be old,
but she's still a woman. If we're going to do an autopsy, she should have some privacy. Come on, boys, let's go. Dio, Kay, and I gingerly lifted the woman up and carried her to the infirmary. Perhaps he just didn't consider himself one of the boys. Or maybe it was something else. But of whatever the reason, Temiochi only stared. His whole body was rigid, like a rope pulled almost to its breaking point. But it was his eyes that caught my attention. He wasn't staring at us, not quite. It was more like he was staring toward us. A smoldering spark of something burning silently behind his gaze. It wasn't until we were almost to the infirmary that I realized Tenmyoji hadn't spoken a single word since the moment we found the body. I turned to look back at him. He was following us, at a distance, his breathing heavy and labored with his movements slow and shuffling, as if his body was suddenly made of lead. Der kennt die irgendwie. Ach, wie sah die am Anfang niemand gesehen? Der kennt die irgendwie. The old woman's body was surprisingly light. Carrying her felt almost like carrying an old dry piece of wood. We set her down carefully in the infirmary bed, as we were afraid she might break. She looked so peaceful. Almost like she's just going to wake up any minute now. Maybe she didn't suffer much when she died. Let's hope so. Anyway, I feel a little bad about doing this, but I think we need to examine her. You mean like an autopsy or something? Leicht, aber drei Leute tragen sie. Naja, wenn drei Leute mich tragen würden, würde es ihnen nicht leicht vorkommen. I'm just going to have a look at the wound. If we had a coroner, then it would be a different story, but... What? I have a medical license. You're a nurse? No. You're a doctor? Well, I'm not exactly a coroner. Interesting. I guess you really can't judge a book by its cover, can you? Sorry. You don't need to apologize. Are you really going to perform an autopsy? I won't really be doing it. I think that machine over there is a medical scanner. It's called an Atom. It uses nuclear magnetic resonance imaging to examine and diagnose people. So you think you can use it to perform some kind of autopsy? Yes. I think I should be able to manage that. Luna ran the scanner over the body, then turned back to the terminal. The display filled up with text, most of it rather technical. Sex, female. Estimated age, 65 to 75 years. Diagnosis deceased. Cause of death, exsanguination. Sie ist verblutet. Monster size has no intrinsic value. Except if one virtues an ordinary execution is considered a virtue. Oder so ähnlich geht der Darkest Dungeon Spruch. Damage trajectory. Weapon entered through fourth interoscal piercing heart. Oder? Was ist denn mit ausbluten? Wound characteristic. Wound margin clean. Continuous. Angles, one sharp, one blunt. Cavity, 155 mm. 15 cm tief, 3 cm breit und lang und 3 mm breit. Das ist kein Skalpell, das ist ein Messer. 3 cm lange Wunde, das ist ein Messer, das reingestochen hat.
Based on the characteristic described above, there's a 95% chance the wound was caught by a sharp, single-bladed instrument. Okay. Das ist nicht ein Skalpell. Skalpell ist keine 3 cm. Yeah, huh. I don't really get it. What's it mean by instrument? Was she stabbed with a clarinet or something? It means a tool of some sort. A knife, probably. Yeah. In other words, she was stabbed in the heart, right? Yes. Well, I suppose that clears me of suspicion. Sorry, but no. Why? Du kannst ein Skalpell reinrammen, aber du kriegst nicht die 3 cm lange Schnittwunde. Dann müsstest du ja schneiden, dich 15 cm lang reinschneiden, immer wieder. Damit die Schnittwunde so. Please, don't tell me you think my hand can somehow turn into a knife. I told you that was a joke. Then why am I still a suspect? Du kannst da unter deiner Robe und sonst wo ein riesen Messer versteckt haben. Vielleicht kannst du einfach so eine Klappe aufmachen. Dann kommt hier ein Messer rausgefahren. Oder ein Laserschwert oder eine Kettensäge, was weiß ich. We found the old lady in one of the AB rooms, specifically the one farthest to the left. Das sind die AB Rooms, was am Anfang drin waren. Moment, das schreibe ich mir auf nochmal mit meinem Hauptzettel. Da waren sie nämlich am Anfang so drin. Haha, das habe ich mir letztes Mal nicht notiert. Machen wir Start AB Rooms. Und im ersten, im zweiten war Tenmyoji. Im dritten waren Sigma plus Phi. Im vierten war Alice. Im fünften waren Dio und Quark. Und im letzten war Luna. Das heißt, im ersten war K. Und Clover. Genau, haben wir ja gesagt. Damit. Dammit, ziemlich verschrieben. Ah, jetzt passt es immer so schön hin. Okay, ich muss nochmal neu zeichnen. Moment mal. K plus CL. Passt. Before we went in there, only two other people had been in that room. You and Clover. Only one of you was conscious. Fi, please, nein. Stop joking around. Sorry. 3 mm breit, 3 cm lang, 15 cm tief. I assure you, there was no one else in that room besides Clover when I woke up. She must have been put there later. But the door was locked, right? I don't think anyone could have gotten in without the key. Perhaps, but there was a hatch on the ceiling, remember? Yes, there was. But Zero said he'd locked all the hatches. Well, if he was telling the truth, nobody could have gotten in there after you two left. Which means... You fucking bastard! Why'd you kill her, Kay? I knew it. You're him, aren't you? You're the real Zero. Wait a minute, please. Just calm down. You aren't making sense. Let's suppose I am Zero. Why would I do something that would obviously cast suspicion on me? Well, because... Weil dann die... Because you figured we'd think that. And you throw us off the trail by doing the exact opposite. Genau! Stimmt Dio zu, der That's ist es. That's not a logical argument. Still, you do have at least half a point. Your argument doesn't confirm my guilt, but it does show us where we should be looking. The real Zero. The person who brought us here is likely the person who murdered that woman. Doesn't that seem like the most reasonable answer? Aber wenn er sie umgebracht hat, wieso wollte er es denn unbedingt uns zeigen? Und wer ist das letzte Mal in den Raum reingegangen und hat nichts gesagt? I guess. Yeah, that makes sense. If Zero was the murderer, then they could open anything they wanted to. I mean, didn't Zero say something about that? I live in the master computer. That means all the electronic doors in this whole warren are under my control. Exactly. Also, consider this. If the murderer isn't Zero, why would the AI Zero stay silent? He told us that his job was to make sure the game ran smoothly, but now the unexpected has happened, and he says nothing. Why would he do that?
If he can see everything we do, then he must know who killed the old woman. So why has he kept his silence? The answer is simple. The murderer is Zero, or rather Zero Senior, I suppose you could say. He likely ordered Zero Junior, the AI, to keep his identity hidden. If Zero Junior told us about the murder, then Zero Senior's identity would be compromised. There is something else to consider as well. Perhaps this murder was not unexpected. Zero Senior murdered her. Justice planned. Death is only another part of the game. Killing someone is just part of the game to him? Well, there's no way to know for sure, but I would assume so. Danke dir, Darky. Ich hab die Sounds alle aus für Hinten Story Abend. 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Whoa, 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 what was that? I don't know. Well, one thing's for sure. That if we don't go vote, something bad's going to happen. You see? Just as I said. Zero Junior ensures the game continues, even though someone has died. All of this is part of Zero Senior's plan. Let's get back to the warehouse. If we all head to the AB rooms, maybe we'll see Zero Junior. After all, he told us he'd give us specifics once we'd gone in. Wer ist das gewesen? Ja, ich spiele die Sounds alle nach dem Storyabend immer ab. Mal sehen, wie ich die Story zu. They're really going in there? Kinda don't want to. I mean, there was a dead lady in there just a few minutes ago. Are you worried there's a ghost or something? No, of course not. It's just... Doesn't it bother you? Nope. I don't believe in ghosts. I feel bad that she died, of course, but there's not really anything I can do about that, is there? Damn, you're pretty cold, you know that? Pretty logical. I prefer bold, but whatever. It's only logical. Just don't let emotions get in the way. Yeah, that's pretty much the definition of a cold. Anyway, let's or go. A Vulcan. Looks like the others have already gone in. Fine. Aber wer könnte sie umgebracht haben? Also bloß mal so, die sind hier in die unterschiedlichen Räume gegangen. Wir sind, letztes Mal waren wir mit Alice zusammen. Und da ist anscheinend niemand gestorben. Dieses Mal waren wir mit Tenji Mochi zusammen und Alice ist mit Dio und Quark gegangen. Wenn die alle ihre Räume fertig gemacht haben, könnte ja einer, statt weitergegangen zu sein, nochmal zurückgeguckt haben? Einer könnte sich ja von der Gruppe nochmal abgespalten haben, nachdem sie das Puzzle gelöst haben. Und letztes Mal war Alice bei uns und wir sind mit Alice zusammen, das heißt, sie kann nicht weggegangen sein. Diesmal? What is it? You find a ghost or something? No. Look at the screen. There's something there. The screen? The Ambidex game, yeah. Start mal. And there goes the door. Yep. Hooray! Everybody's finally here! I've been waiting. So have we. We've got some questions for you, Zero. Who was that old... Well, all of you, please stop bombarding me with questions. All? The other people in the other rooms are asking me stuff just like you are, Siggy. I guess you probably can't hear them since these rooms are completely soundproof, but... B.O. is
especially loud. Theo, I need you to shut up. There isn't much time. I gotta hurry and explain all this stuff, or the game will end before I'm done. So, no more questions from now on. No answers for anybody, okay? You just have to wait. It's a good film. Yeah, let's get this party started! Let's get this party started! Since it's a game, you're obviously going to have an opponent. For example, Siggy and Fido paired up with Tin Mjolde and went through the yellow door, didn't they? That means that Siggy and Fido will be playing against Tin Mjolde. And it goes the other way too. Tin Mjolde's opponent will be Siggy and Fido. Obviously, that means Potassium and Cleaver's enemy will be Mooney. And B.O. and Quark's enemy Potassium. Will be, alas. Well, I guess enemy isn't really the right word, is it? After all, if you choose ally, then they're your ally. Zup, 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 jetzt kam die ganze Erklärung. I think that about does it for the basic rules. Der Skip ist gut dann. Actually, there's a little bit more, but it'll just have to wait, I guess. After all, it's almost time! No. Hey, wait. I won't wait and I can't wait. Didn't you hear me? It is time! It is time! Hell, 1 minute it's about time. Until Ambidex game polling closes. You see, it's time for me to be hopping on out of here. See you later. Have a nice trauma. Nice trauma. We don't have time to talk about this. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors? Ach, diesmal hat sie keine Zeit, das Ganze zu erklären. Beim letzten Mal hatten wir ewig Zeit, aber jetzt haben wir die tote Lady gefunden. You have to decide who's gonna press the button. And you think that's a good way just to decide? Just shut up and do it. One, two, three. Paper. Rock. Gotcha. Looks like damn I won. It. So what are you gonna pick? I guess ally? We're playing against Tin Mjolde. Do you have any reason to think he won't betray you? Yeah. I guess not. If he does, what does that make our BP? We'd be down to 1 point each? But that's not hopeless. I mean, sure, we'd be a little further away from the goal, but if all gotta do is earn those points back. And when will we do that? Okay, well, I don't actually know. But it's pretty obvious that we'll be playing this game more than once. After all, we can't get to 9 BP if we don't. 10 seconds remain until Ambidex game polling closes. Well, you won. The decision's yours. Now decide, ally or betray. 3, 2, 1. In the last moment before the counter reached zero, I made my choice. Okay. Ich möchte die Ergebnisse rausfinden, bevor sie mir gezeigt werden. Im Grunde ist es egal. Ja, es ist nicht ganz egal, weil die zweite Variante werden wir wahrscheinlich erst in 2 Wochen sehen. Und mir macht Spaß, das im Vornherein auszurechnen. Schau. Tin Mjolde hat letztes Mal auf jeden Fall immer Ally gemacht. Aber er hatte nur Ally gemacht, weil Clover im Gegenteam war. Tin Mjolde wird eh das Gegenteil machen, so wie bei Alice. Das könnte sein. Aber ich traue dem Spiel zu. Ich habe auch gedacht, es passiert genau dasselbe und plötzlich liegt eine verfickte Leiche rum. What the fuck? Also Tin Mjolde hatte letztes Mal Ally gemacht, aber was war Clover im Gegnerteam und dem, den ihre Vertrauen wollte gewinnen. Und Clover hat Betray gemacht. Kay und Clover haben Betray gemacht und Luna hatte Ally gemacht. Würden Kay und Clover wieder Betray machen und Luna betrayen?
Luna Ally macht. Alice? Was wird Alice gehen? Geht Alice auch Betray gegen Dio und Quark? Ich denke mal, Dio und Quark machen Ally. Aber Alice könnte auch Betray gehen. Ich glaube, Tamioli wird Betray... Er hat gerade die Leiche gesehen. Ich vertraue ihm diesmal nicht. Oder ist es aber ein alter, netter Kerl? Vielleicht sind ja die anderen Sachen... Vielleicht macht er immer Ally. Und wenn ich Ally mache, haben wir beide Ally. Und wenn ich Betray mache, hat er trotzdem Ally. Es können ja trotzdem zwei Zeitlinien sein. Oder er macht immer Betray. Letztes Mal war es durchgewechselt. Diesmal kann es komplett anders sein. Was, wie würde ich Tamioli einschätzen? Ich denke auch, er macht Betray. Der sah ziemlich fertig und mit den Augen, so wie er uns angestarrt hat. Ich glaube, der macht Betray. Vielleicht, oder er ist ziemlich sauer und ihm ist alles egal, weil er die tote Lady kannte. Okay, dann machen wir hier Stopp und dann geht's nächste Woche weiter. Nein, wir machen noch ein bisschen, ein halbes Stündchen. Viertelstunde. Ich will zumindest wissen. Wir wissen bisher kaum was, aber der hat uns so angestarrt. Der kannte die Lady. Wenn er die wirklich kannte und die ist tot, dann ist er halt stinksauer und es ist ihm alles scheißegal. Der will nur für sich rauskommen. So denke ich. Und er würde Betray machen. Also meine Vermutung ist, Tenmyoji macht Betray, Alice macht Betray und Kay und Clover machen Betray. Die anderen drei machen Ally. Wir machen auch Betray. Also würden nur Dio und Quark und Luna Ally machen. Vier Leute Betray. Bin mal gespannt. Das ist meine Vorhersage. Das ist meine Vorhersage. Ich bin so gespannt. Round 1 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Okay. Thank okay. you for your participation. Ambidex Gates, now opening. Dio und Quark haben wir letztes Mal Ally gemacht. Aber Dio und Quark spielen diesmal gegen Alice. Und der trauen sie vielleicht nicht so wie in Luna, ne? As fine, I stepped out of the AB room, I could see the others rushing towards the projection, shoving and pushing to get closer. Tamioji was left behind, his footsteps a slow, heavy plot. Schau mal, der ist ziemlich... What had happened to make him like that? Chose Betray, huh? That's messed up. What? You said I should? Hey, I didn't say that. I just asked you a question. What would happen to our BP if Tamioji chose to betray us? It was a leading question. Oh, I get it. I was wondering why you were so happy to let me choose after your lock, paper, scissors. You were planning to use me as a scapegoat all along. Was I? God damn it. Yo, what's up? Siggy! Bingo! Hey, what are you kids doing over there? We're about to announce the results. Anyway, we need to go have a look at the results first. Come on. Ich glaube nur zwei Ally, vier Betrays. Hey, wait, shit. Das ist meine Vorhersage. Good. Looks like you're all here. Finally. Let's get ready to rock! Ambidex game! Round one! The results! If everybody would please direct their eyes to this monitor. Kay and Clover! Betray Ally! Luna hat Ally gemacht! Betray Ally! Betray Ally! Damn! Damn, er hat echt nochmal Ally gemacht. Kay und Clover haben wieder Betray gemacht.
Wie beim letzten Mal. Und Luna hat Ally gemacht. Luna ist echt nett. Dio und Quark haben aber beim letzten Mal Ally gemacht. Die haben diesmal Betray gemacht und Alice hat Ally gemacht. Und wir waren auch die Betrayers und Tenmyoji hat auch einen Ally gemacht. Das geht aber komplett anders aus als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir zwei Leute. Dio, Quark und Luna hatten Ally gemacht. Die waren alle auf 5 Punkte. Jetzt haben wir drei Leute. Die ganzen einzelnen Leute sind alle auf einem. Wir haben definitiv eine andere Punkteverteilung. Wir befinden jetzt so richtig neu. Wir haben drei Leute auf einem Punkt. Ja, Dio wollte die Betray machen, aber Quark hat ihn umgestimmt. Wieso dieses Mal nicht? Gegen Alice konnte er ihn nicht umstimmen. Gegen Luna schon. Ich hatte eigentlich gerechnet, dass die hier Ally machen und Alice Betray macht. Aber ich hätte echt Tenmyoji auch noch auf Betray gerechnet. Ich bin gespannt in 2 Wochen, ob ich es andersrum mache, ob er dann auch geht. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns hier, okay. Ich glaube nicht, dass wir noch bis zu dem Raum kommen. Ich gucke mir hier noch die Ausbase an, was passiert. Und dann werden wir wahrscheinlich stoppen. Na doch, wir sehen das nächste Woche dann schon, weil wir werden hier den Raum, die beiden machen und dann doch wahrscheinlich hier rüber gehen. Wenn wir nächste Woche fahren. Here are the results from your game. Now, let us check the numbers on our bracelets. I got betrayed? Sorry, I just... I told him you might choose betray. Oh, fi, you. I can't believe you. I'd never choose betray. I trusted you two. And this is what I got. Ah. I apologize. Fi, you don't need to apologize. I was the one who did it. I pushed the button. Oh. Yeah, I guess you've got a point. Huh? Wait, what? It's Sigma's fault. You want to blame someone, blame him. What the hell, Fi? What, you gonna fight each other now? I don't care which one of you pushed the button. I'm never trusting either of you again. This isn't over. Just you wait. I tried to think of something to say, but before I could come up with the right words, he was gone. I spun around. Fi! What the f... But she was gone too. Oh, where the hell? How'd she just disappear like that? As I looked around the room for Fi, I noticed that Clover, Kay and Luna seemed to be having some kind of an argument as well. I moved closer and did my best to listen surreptitiously? Ich nehme an, geheim irgendwie? Surreptitiously. Why did you do it? Sorry. I guess I wanted to get out of here as soon as possible, you know? I apologize, but I felt the same way. But if we all choose Ally, then we could all escape together. It only takes 3 turns to get 6 points. That would be enough to get us out. Why? Well, of course we know that. But if we betray, then it's faster. If your opponent chooses Ally, and you choose Betray, then you gain 3 points. Do that twice, and you get 6 points. You see? If you ally, then you have to play the AB game 3 times. But if you betray somebody, you only have to do it twice. Aber nur wenn die anderen Allies machen. Why are you acting like that's the right thing to do? I almost feel like you're blaming me or something. We aren't trying to blame you. But, I mean, if you just think about it, wouldn't it make sense to choose Betray? Forget it. I understand now. It was silly of me to trust you guys. Ooh, in der Runde sind sie echt. Ooh. Luna walked off with her head buried between her shoulders. Her back trembled, as if perhaps she were crying. But I couldn't see her face. Alice, Dio and Quark, however, seemed to be having some issue of their own.
Und diesmal mag die Gruppe sich überhaupt nicht, natürlich. Fine. You just wait. Man, this is all your fault, Quark. My fault? Why are you blaming me? They exchange dark looks, then stomped off in different directions. Zero, when does the next round start? What makes you think we'll be having another round? Well, you said round one. If there's a round one, then there's likely a round two. Besides, didn't you say the goal of the AB game was to get 9 BP? That's impossible without a second round. Das hatten wir schon. Yep, jetzt kommt alles wieder zu den Räumen hin. Hey! If I had to guess, I'd say it's going to be 10 Mjoldi. Or alas! Or Moni! Wer als erstes stirbt. Jetzt ging es gerade darum, wenn sie einen Punkt haben und auf null fallen. Or maybe everyone? What? Why? Yeah. Why am I going to die? Hmm. I guess I can tell you why. Anyone whose BP drops to zero gets penalized. Just like when you break the rules. I'm pretty sure I already told you what the penalty is. I see. Alice, Luna, and I only have 1 BP. That means we'd have less than zero if we lost 2 points. What? What the hell? This is important stuff. Why didn't you tell us about this earlier? Sorry. Sorry's not going to cut it. I thought you were supposed to tell us the rules, not hide them. Well... Is there anything else you've conveniently left out? Mm-hmm. It's not fair to make people play a game without explaining all the rules. I think it's fair. After all, it's not like anybody else knew. I took a moment to go over everything in my head. The AB game would continue until someone opened the number 9 door. There were no rules about how many people could go or couldn't go. Jetzt nochmal die ganze Wiederholung. Ja, my color changed. Oh, jetzt kriegen wir die neuen color changes. Sind dann die dieselben wie vorher? Sigma hatte yellow. Oh, nein. Oh, no, die sind neu. Die sind definitiv neu. Sigma. Wir haben. Wie schreibe ich mir die am kleinsten denn hier auf? Magenta. Magenta. Haben wir Sigma und. Mine's Magenta too. Clever. Sind im Pair und haben gerade jeweils 6 Punkte in dem Fall, aber das wäre weniger egal. Me too! Quark ist jetzt ein Solo. Okay. Und dann müssten wir noch ein Yellow Team haben. Und wir müssten noch... Hey, wait! It wasn't just the color that changed. Cyan Team haben. Cyan. I'm a solo now. Looks like Clover and I are still a pair, though. I'm a yellow pair now. Das wäre dann... Das wäre dann Alice. I am yellow as well. Okay. But it seems I'm still a pair. Then who's the yellow so- Solo? Me. So. Das ist Dio. Still a solo. Der ist 10 Mioji ist solo. Looks like I'm Cyan. Cyan. I'm a cyan pair. Und dann haben wir Luna. Aren't und you Phi. Into... Und Phi. A cyan pair. Yeah. Says pair and the color cyan. When did they change? Back when the AB gates closed. As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. Ja, Luna hat eins, Tamioli hat eins. Und die spielen gegeneinander. Und Luna vertraut keinem mehr, die wurde enttäuscht. Und Tamioli wurde enttäuscht. Besonders Tamioji wurde von Fai
betrogen. Gerade eben. Und er spielt dagegen. Also wird er garantiert Betray machen. Dann würde aber auch Luna Betray machen. Das heißt, die hocken beide auf einem Punkt. Die würden doch gar dann sicher nicht Ally machen, oder? Ich hab Tenmyoji. Ich hab mich versprochen. Scheiß Zero Tenmyoji. The parent solo assignments hop around a bit too. Okay, jetzt müssen wir wieder alles haben. Jetzt müssen wir dann durch die neuen Türen. Yep. Tenmyoji. Ah, da kommt nochmal die Story. Der Skip ist echt dann gut. So, why is this happening to me? Wo er wieder alleine war, hat er wieder die Erinnerung. I spent a few moments wallowing my misery. I figured it deserved at least a little self-pity. Das hat man doch auch schon, oder? Nee. But I knew that brooding and whining wasn't going to get me anywhere. Like Kay had said, we needed to at least try and find another way out. So I shook my head, stood up straight and headed off. Oh, das sind jetzt andere. Ah, die Leute sind jetzt natürlich anders da verteilt. Und die reagieren jetzt anders. Dann machen wir hier Pause. Stopp für nächste Woche. Wir sind wieder fast 3 Stunden. Nicht ganz. Lernen wir nächste Woche nochmal die Ausmaße kennen. Wir werden dann durch eine Tür gehen. Ja, ich wollte eben, die Story haben es eben vorverlegt, dass wir eben nicht mehr nach 11 Uhr kommen. Wir werden dann noch eine Tür gehen, aber nächste Woche schaffen wir wahrscheinlich 2 Puzzletüren, je nachdem. Das Spiel ist riesig. Wir werden noch eine Tür gehen und dann beide Entscheidungen testen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es... Sehen wir das dann. Das sehen wir dann. Und dann nächste Woche noch die andere Entscheidung hier. Und da... Vielleicht schaffen wir beides nächste Woche. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie viele skippbare Sachen sind. Und ich schaue, dass wir pünktlicher anfangen um 7. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Saugeiles Spiel. Saugeiles Spiel. Einige Sachen rausgedrückt. Mit dem Roboter. Die haben ihn auf jeden Fall betrogen. Luna war es okay, dass es ein Roboter war. Wir haben eine Leiche gefunden. Wir haben nichts rausgekriegt. Wir haben eigentlich bloß neue Fragen aufgeworfen. Sagt ja einiges rausgekriegt. Wir haben bloß neue Fragen aufgeworfen. Holy shit. Ja. Nächste Woche fahren wir pünktlich an und dann geht es weiter. So, ich muss noch auf YouTube hochladen. Ich mache mal einen YouTube-Cup. YouTube, bis gleich. Ihr müsst nicht zu lange warten. Verdammt, das ist ein geiles Spiel.